Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich würde euch heute gerne ein bisschen was zum Thema Baby abgeben erzählen. Aber als erstes vielleicht ganz kurz, wie es uns so geht. Mir geht es soweit ganz gut. Ich habe meinen Arzt erreicht. Es scheint aber ein bisschen komplizierter zu sein mit der Blutabnahme. Ich brauche erst noch ein Beratungsgespräch und dann die Blutabnahme und dann wahrscheinlich noch ein Nachgespräch. Also ich bin da dran, aber ja, es ist leider nicht so hürdenfrei, wie ich dachte. Egal, kriegen wir hin. Ja, die Josie, die ist ein ganz kleines bisschen verschnupft. Wahrscheinlich durch den Temperaturabfall. Ich habe schon vor 3 Wochen einen wunderschönen Wollwork-Anzug für sie bestellt. Der wird aber quasi nach Auftrag genäht und die haben im Moment sehr, sehr viel zu tun. Und ich habe gerade erst die E-Mail bekommen, dass der jetzt in Produktion ist. Mein Mann war aber so lieb und hat heute Morgen den alten Wollwork von der Emilia rausgeholt. Das heißt, sie wird jetzt für ein paar Tage, eine Woche oder anderthalb, den tragen. Der sieht aber schon so ein ganz kleines bisschen ja, also nicht zu eng, aber er sieht so aus, als würde er noch passen, aber auch nicht mehr ganz so lang. Also das ist ein 50-56 und ich habe ihr jetzt schon mal ein 62-68 bestellt. Benutze aber dann jetzt erstmal den, damit sie es noch ein bisschen wärmer hat, weil ich gestern schon das Gefühl hatte, dass die Jacke, die sie anhatte, doch ein kleines bisschen ja, dicker hätte sein dürfen. Sie hat nicht gefroren, aber ich hätte sie gerne noch ein bisschen wärmer eingepackt. Von daher, ja, muss der Wollwork das jetzt erstmal richten. Ja, die Nächte sind eigentlich ganz gut. Nur ich habe festgestellt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon im letzten Vlog erwähnt habe, ich habe festgestellt, dass wenn ich sie quasi zu früh ins Bett bringe oder irgendwas zwischen 7 und 7:30, dann hat sie einen ganz anderen Schlafrhythmus nachts. Dann wird sie so alle 2-3 Stunden wach. Und wenn ich sie erst so gegen 9, 8:15 ins Bett bringe oder ja irgendwas zwischen 8:45 und 9:15 in der Regel dann geht ihre erste Schlafetappe so bis 3 Uhr, 4 Uhr und ja, da versuchen wir gerade uns noch so ein bisschen einzugrooven, weil das natürlich auch ganz angenehm ist, da mal irgendwie so 4 Stunden Schlaf am Stück zu haben oder 5 und ja, aber wir grooven uns ein und wie ich schon oft erwähnt habe, wir wissen ja alle, dass das alles sich von heute auf morgen schlagartig wieder ändern kann. Und deswegen bin ich da aber sehr dankbar, dass das ja, zu 90-95% der Nächte funktioniert und dass sie dann auch richtig gut schläft. Da freue ich mich. Genau. Ja, heutiges Thema, das Baby weggeben, abgeben. Gibt da natürlich verschiedene Varianten. Also es gibt einmal, das gehört eigentlich noch so ein bisschen ins Wochenbett, aber ich greife es hier nochmal auf, das Baby anderen auf den Arm geben und dann gibt es wirklich das Baby mal alleine lassen oder mal woanders lassen. Und da können wir wirklich gerne mal mit dem das Baby jemand anderem auf den Arm geben starten. Das hat schon bei mir beim ersten Kind angefangen. Klar, jeder möchte das Kind irgendwie mal halten. Es ist süß, es ist gerade geboren. Für viele ist es das erste Enkelkind, Patenkind, was auch immer. Und da ist natürlich der Wunsch sehr, sehr groß. Und die Natur hat es aber für uns so eingerichtet, auch für das Baby, als Überlebensmechanismus, dass wir als Mama ein sehr, sehr starkes Bedürfnis haben, unser Baby auch bei uns zu haben, permanent. Weil das natürlich das Überleben des Babys gesichert hat oder auch immer noch sichert. Wenn es bei uns ist, ist es warm, ne? Es ist im Idealfall sogar direkt an unserem Körper, in der Trage oder im Arm und es ist warm. Und es wird regelmäßig gefüttert. Es hat quasi direkt Zugang zur Nahrungsquelle oder kann sich halt bemerkbar machen, auch wenn es Hunger hat. Und das ist von der Natur so eingerichtet. Das ist ja auch oftmals der Grund, warum Babys nicht so gerne alleine schlafen, sondern sehr nah bei uns schlafen möchten und nicht einfach abgelegt werden möchten und dann dort seelenruhig 4-5 Stunden schlafen. Ne? Weil früher, vor 2.000-3.000 Jahren, wären die dann einfach von einem wilden Tier
draußen in der Wildnis aufgefressen worden oder vor noch längerer Zeit, ne, als wir in Hütten oder Höhlen gelebt haben. Ne. Wenn wir dann draußen am Lagerfeuer gesessen hätten und wir hätten das Kind irgendwie da 2-3 Meter weiter weg hingelegt, wäre nicht so gut fürs Kind gewesen. Deswegen hat die Natur das für uns so eingerichtet. Und deswegen finde ich, ist es vollkommen okay und vollkommen normal. Und also man muss da auch kein schlechtes Gewissen haben. Ich möchte euch da nochmal bestärken und ermutigen, wenn man am Anfang das Kind nicht aus der Hand geben möchte. Dem Partner natürlich, klar, das ist der Papa, gar kein Ding. Aber Oma, Opa, Tante, Onkel, Schwester, wer auch immer, also eigene Schwester jetzt, nicht Geschwisterkinder, das ist natürlich auch nochmal was anderes. Ne? Die dürfen das Kind, oder da hat man natürlich auch, hat man kein Problem in der Regel mit, das den älteren Kindern auf den Schoß zu geben. Aber alle anderen, Freunde, Verwandte, Bekannte, wenn die fragen, ist es vollkommen okay zu sagen, du, jetzt noch nicht. Ne? Jetzt noch nicht. Ich fühle mich einfach noch nicht bereit, das Kind abzugeben. Natürlich, ich weiß, man stößt auch hier manchmal auf Unverständnis. Und wenn man den Leuten einfach erklärt, ich fühle mich einfach noch nicht danach, ich möchte das Baby noch nicht abgeben. Entweder die Leute verstehen es oder die Leute verstehen es nicht. Das muss man einfach leider ganz klar so sagen. Gesundheit. Das muss man ganz klar so sagen, entweder die Leute verstehen das oder nicht, und wenn sie kein Verständnis dafür haben, nun gut. Ich finde aber auch, damit sollte man sich nicht belasten. Man ist die Mama und man darf das auch in dem Sinne entscheiden, gebe ich mein Kind schon ab oder nicht, weil ich schon oft gehört habe, in meinen Wochenbettkursen zum Beispiel, dass die Mamas sagen, ja, ne, das kenne ich irgendwie noch vom ersten Kind. Ich habe da so ein SOS, erster Besuch, gibt es einen Teil. Und ne, wenn ich dann auch sage, dass man auch ehrlich sagen darf, ich möchte das noch nicht. Ne, und dass die dann sagen, ja, das kenne ich noch vom ersten Kind. Ne, dann habe ich das Kind aus Höflichkeit abgegeben, aber hatte sofort irgendwie das Gefühl, ich möchte das Kind wieder zu mir auf den Arm zu nehmen. Das ist vollkommen normal und das ist erlaubt. Und wer da auf euch böse ist, der soll böse sein, ne? Der kriegt noch seine Chance. Das Baby wird noch ein bisschen länger relativ klein bleiben und auch auf dem Schoß sitzen oder im Arm liegen. Und ja, da müssen die Leute einfach mal so ein bisschen Geduld haben. Ne? Ihr habt ja auch 9 Monate geduldig gewartet, dass es geboren wird. Genau. Und dann gibt es natürlich noch das Baby vielleicht das erste Mal beim Partner lassen, wenn man einen Arzttermin hat oder wenn man doch vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen möchte oder wenn man sagt, ich mache den Rückbildungskurs alleine, upsa, danke, und lass das Baby bei dir. Viele sagen sich, wenn ich den Kurs alleine mache, dann kann ich auch wirklich Kurs machen, sonst ist ja das Baby immer dabei und das ist dann nicht immer so ganz so entspannt. Wenn der Partner dann das Kind hat, dann ist es meistens entspannter. Und ja, da würde ich gerne ein bisschen was zu sagen. Da ist es nämlich auch vollkommen normal, dass man diese ambivalenten Gefühle hat. Also, dass man auf der einen Seite sagt, ich fühle mich mal wieder so ein ganz kleines bisschen frei, ich kann einfach ohne Kinderwagen, ohne Wickeltasche, kann ich mal rausgehen und denk auch vielleicht mal eine Stunde oder anderthalb nicht an Windeln oder Spucktücher oder Babyschlaf oder was auch immer. Dass man da einfach mal sich frei fühlt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann wieder die Gefühle, ne? Wie geht es meinem Baby, was macht mein Baby, vernachlässige ich mein Baby, ne? Wird das dadurch vielleicht Schaden nehmen, wenn es dann doch mal 10 Minuten weint, weil ich nicht schnell genug zu Hause bin, weil der Papa es einfach nicht mehr beruhigt bekommt. Auch das ist vollkommen normal. Und ja, das darf man auch einfach, finde ich, alles zulassen. Ne? Und heutzutage gibt es ja zum Glück WhatsApp oder SMS oder Anruf oder Facebook-Video-Call oder WhatsApp-Video-Call, dass man da einfach dann sich doch nochmal vergewissern kann, dass es dem Kind gut geht. Und ja, es ist natürlich ein schrittweiser Prozess, ne, dass man da erstmal dieses schlechte Gewissen
hinter sich lassen kann und sagen kann, ich vernachlässige mein Kind nicht, ich tue jetzt einfach mal was für mich und das ist auch vollkommen okay. Oder ich muss einfach mal einen Termin wahrnehmen und kann mein Baby nicht mitnehmen, aber ich habe eine Bezugsperson, ich habe eine enge Bezugsperson, den Partner oder vielleicht die Oma, die dann einfach im besten Falle auch bei uns zu Hause dann mal eine Stunde, vielleicht nur eine halbe Stunde oder mal anderthalb Stunden einfach aufs Baby guckt. Genau, das sind so die ersten beiden Schritte, ne? Das Baby aus dem Arm geben, das Baby mal eine halbe Stunde allein lassen oder eine Stunde. Und dann gibt es natürlich noch den Schritt, das Baby vielleicht wirklich mal für den Mittag woanders zu lassen. Ne? Das kommt immer so ein bisschen drauf an, ob man jetzt stillt, ob man nicht stillt, ob das Baby vielleicht auch schon ein paar Stunden dann mit irgendwas anderem, Fingerfood oder so, klarkommt oder ob man irgendwie abgepumpte Milch mitgibt oder. Das sind dann so die nächsten Schritte und auch da ist natürlich immer wieder erneut dieser Abnabelungsprozess und ich finde, das darf man auch alles zulassen. Man sollte nur immer gucken, dass man nicht in dem Sinne ein schlechtes Gewissen hat, weil man sein Kind nicht vernachlässigt. Man guckt doch immer im Vorhinein, ist das Kind gut versorgt? Bei welcher Person ist mein Kind jetzt? Weiß ich, dass es sich mit der Person wohlfühlt, ne? Und dass man halt auch dann immer sicherstellt, dass man halt einfach erreichbar ist. Bei mir war es auch so, sowohl beim ersten Kind als auch dann beim zweiten oder beim dritten, bei der Emilia, beim zweiten Kind habe ich nach 9 Wochen habe ich wieder Kurse gegeben und habe sie dann beim Papa gelassen. Der Kurs ging 3 Stunden und die haben mich dann aber direkt danach abgeholt. Und das heißt, sie war halt wirklich 3,5 Stunden beim Papa, bei meinem Mann mit abgepumpter Milch. Sie hat das aber tatsächlich immer sehr gut hinbekommen. Also sie hat kein einziges Mal abgepumpte Milch aus einem Fläschchen getrunken. Also die Emilia hat niemals bis jetzt aus einer Flasche getrunken. Und auch jetzt habe ich die Josephine schon alleine gelassen. Da müsste ich mal überlegen. Ja, bei meinem Osteopathietermin. Da war ich ungefähr 1 Stunde ohne sie. Und auch beim Frauenarzt war ich auch, aber nur als ich drin war. Also ich glaube nur 20 Minuten, Viertelstunde war ich ohne sie. Und es ist trotzdem immer, man spürt das. Ne? Also das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht so richtig beschreiben, aber man spürt einfach dieses, dass man wirklich zu seinem Baby hingezogen wird und dass man am liebsten direkt zurück möchte. Ne? Und das ist vollkommen normal. Und da sollte man dann auch schauen, wie weit bin ich auch schon, wenn es jetzt wirklich Termine sind, wo man sagt, das muss ja noch gar nicht sein. Ne? Vielleicht mal alleine treffen mit einer Freundin, die hat das vorgeschlagen, wir gehen abends mal für ein Stündchen irgendwo was trinken. Und man sagt sich, okay, gut, das ist jetzt ein Termin, den brauche ich noch nicht und ich fühle mich einfach noch nicht bereit, mein Baby dafür alleine zu lassen, dann ist das auch vollkommen okay. Auch hier wieder zu sagen, nee, das ist einfach noch nichts für mich. Oder man hat einfach mal gesagt, wir möchten vielleicht ein paar Mittag machen und wir schicken die Oma mal eine Stunde spazieren oder die Oma wohnt nebenan und wir geben das Kind mal rüber. Und sowas kann man natürlich dann auch abbrechen, wenn man sich sagt, nee, ich habe irgendwie das Gefühl, ich fühle mich noch gar nicht so wohl damit. Ne? Und ich finde, das hat auch nichts damit zu tun, das Kind zu verhätscheln oder dem Kind nicht die Chance zu geben, sich abzunabeln. Ne? Das hat alles Zeit, das kommt alles von ganz von alleine. Ein Kind, was sich wohlfühlt und was sich geborgen fühlt bei seinen Eltern und weiß, wenn ich sie brauche, dann sind sie da und sie kommen zu mir zurück. Ja, dann kann ein Kind auch von ganz von alleine sagen, ja, ich bleib bei Oma oder weint halt nicht die ganze Zeit, wenn es bei Oma ist. Das kommt von ganz alleine. Das muss man nicht antrainieren, das muss man nicht irgendwie proben, sondern wenn das Kind diese Sicherheit hat, diese innere Sicherheit, dieses Urvertrauen, wenn das ausgebildet ist, dann ist das für das Kind kein Problem. Und man selber, ja, man muss da manchmal doch schon so ein bisschen diesen Lösungsprozess so ein bisschen forcieren. Aber ich finde, das hat auch nichts mit Klammern oder Glucken zu tun. Lasst euch da auf jeden Fall
auf gar keinen Fall verunsichern oder kritisieren oder irgendwie belehren. Ihr habt da euer ganz eigenes Gefühl, euren Mama-Instinkt und ich finde, dem sollte man immer, immer nachgehen und sich da wirklich nicht reinreden lassen, weil hinterher bereut man es. Man hat diesen Instinkt und man sagt sich, nee, auch irgendwie vielleicht ganz speziell heute habe ich das Gefühl, ich sollte mein Kind nicht alleine lassen, ich möchte mein Kind nicht alleine lassen. Man macht es vielleicht entgegen seinem Instinkt doch und dann kriegt man die Quittung. Baby ist unruhig oder Baby hat dort die ganze Zeit geweint und man wurde nicht informiert oder. Also hört immer auf euer Gefühl und macht das Schritt für Schritt einfach so, wie ihr bereit seid. Genau. Ja, was wollte ich euch noch erzählen? Der Schmuck ist immer noch nicht da. Ich warte immer noch. Aber die Josephine kann sich jetzt schon wunderbar auf die Seite drehen. Also das macht sie schon richtig gut. Und man merkt auch schon, dass sie dieses nach vorne, also nach Einrollen macht, um sich dann eigentlich strecken zu wollen. Also dieses Einrollen, auf den Bauch drehen und dann strecken und hoch. Das funktioniert noch nicht so ganz. Sie hatte letztens schon das obere Bein so ein bisschen auf der anderen Seite. Aber sie versucht immer und sie ärgert sich dann auch, wenn sie das nicht so ganz schafft. Also ich denke, dass sie es bald schafft, sich selber auch auf den Bauch zu drehen. Da werde ich euch dann auf jeden Fall Bescheid geben. Genau. Ja, dann war es das von uns für heute. Die Josephine hat auch, glaube ich, gar keine Lust mehr. Die ist so ein bisschen müde, vielleicht auch schon wieder hungrig. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr vielleicht noch eure Erfahrungen teilen möchtet oder eure Tipps, wie ihr das dann vielleicht auch gemacht habt, wie ihr mit Oma, Opa oder Partner verblieben seid, wenn ihr mal 2-3 Stunden weg wart oder wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann dürft ihr das unten gerne in die Kommentare reinschreiben und ich beantworte euch die Fragen sehr, sehr gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich super duper freuen, wenn ihr das Video liken würdet. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auch gerne den Kanal und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Eure Marie. Gemacht. So, frischer Bubu. Los geht's, huh?